Burglesum liegt in Bremen-Nord und besteht aus den Ortsteilen Burg Gramke, Werderland, Burg Damm, Lesum und St. Magnus. Der Stadtteil hat seinen Namen von der Lesum, dem zweitkürzesten Fluss Deutschlands. Christoph Steuer ist der ehemalige Leiter des Bauamtes Bremen-Nord. Er erzählt, was Burg Lesum ausmacht. Burg Lesum ist ein vielfältig gestalteter und sich heute auch so präsentierender Stadtbezirk. Wir haben Gramke, wir haben diese schöne Kirche hier hinter uns, das Zentrum, von wo auch alles ausging, die ganze Geschichte. Wir haben diese Villen in Knobspark, wir haben ein Siedlungsgebiet der 50er Jahre, Marsel, und wir haben gleich angrenzend die Stahlwerke und ein Naturschutzgebiet, nämlich das Werderland. Also hier ist alles auf einmal da und dennoch fügt sich das Ganze relativ gut zusammen, weil wir hier die Geestkante haben und die Lesung, die Landschaft doch sehr stark prägt. Was schätzen Sie selbst besonders an Burg Lesum? Ja, natürlich hier dieses Zentrum mit der Kirche und dem Marktplatz, dann das Grüne. Wir haben hier so viele Bäume und eine aufgelockerte Baustruktur, aber eben aus verschiedensten Epochen, aus den 30er Jahren, ganz alte Häuser mit Strohdächern, aber auch moderne Häuser. Also diese Vielfalt ist das, glaube ich, was mich am meisten begeistert. Was fehlt noch in Burg Lesum? In Burg Lesum fehlt Aufmerksamkeit vielleicht, um das zu bewahren, was man hat. Man muss sich dessen bewusst sein, dass hier so ein Stadtteil, so ein Stadtbezirk am Rande der Großstadt ein ganz attraktiver Stadtteil ist mit einer guten Atmosphäre. Und da müssen wir aufpassen, dass das erhalten bleibt.